Unsere erste Nacht in Polen verbrachten wir an einem kleinen See im Nationalpark Bikri. Am nächsten Morgen ging es in das Herz der Masuren, nach Nikolaiken. Die Straßen waren schmal und kurvenreich. Wir kamen durch herrliche, lichtdurchflutete Alleen, die teils tunnelartig die Straßen säumten. Dort angekommen, packten wir unsere Fahrräder aus und wollten den nördlichen Teil des Nikolaiker Sees umrunden. Dies stellte sich aber als nicht durchführbar heraus. Nach anfänglich guten Straßen und Radwegen wurden diese dann doch immer enger und vor allen Dingen sandiger. Trotz E-Bikes blieben wir immer wieder im Sand stecken und so beschlossen wir, wieder kehrt zu machen. Jedes Jahr im Juli feiern die Bewohner von Nikolaiken ein Fest zu Ehren des Stinthengstes. Bei dem Stinthengst handelt es sich um den König der Stinte, einer Fischart, die in den masurischen Gewässern häufig anzutreffen ist. Die Legende sagt, einmal gefangen, versprach er den Fischern, in deren Netz er gelandet war, alle möglichen Wünsche zu erfüllen, wenn sie nur sein Leben verschonen würden. Die Fischer taten, wie ihnen geheißen, ließen den Fisch am Leben. Um seine magischen Kräfte aber weiterhin ausnutzen zu können, bemühten sie sich darum, den Fischkönig im Netz zu halten. Sie banden ihn mitsamt seinem seilernen Gefängnis an der Stadtbrücke fest. Der Fischkönig hielt sein Versprechen. Wir setzen unsere Reise Richtung Osten fort. Der Storch, ein Vogel, der bei uns zu Hause nur selten zu sehen ist, hat hier sein Brutgebiet. Immer wieder sehen wir rechts und links der Straße Storchennester. Die Jungvögel sind zu dieser Jahreszeit schon auf eine beachtliche Größe herangewachsen. Wenn man im ehemaligen Ostpreußen unterwegs ist, trifft man zwangsläufig auch immer wieder auf Zeugnisse deutscher Geschichte. Nicht alle Orte sind mit solch stolzen Erinnerungen verbunden wie Nikolaiken, Allenstein oder die Marienburg. Ein Ort mit düstersten Erinnerungen ist die Wolfsschanze. Sie diente Adolf Hitler während des Zweiten Weltkrieges als Kommandozentrale im Osten. Hier wurde auch das gescheiterte Attentat vom 20. Juli 1944 verübt.
Die Monstrosität der Anlage lässt einen, obwohl sie größtenteils in Trümmern liegt, noch heute erschaudern. Töchter gemacht hat, die umgebracht hat, dieses dämliche Schwein. Ist er doch. Wir übernachteten auf einem Stellplatz auf dem Gelände der Wolfschanze. Am nächsten Morgen ging es weiter nach Allenstein. Der wohl bekannteste Einwohner Allensteins war der Astronom und Domherr Nikolaus Kopernikus. Allenstein wurde nach den schweren Verwüstungen in den letzten Kriegsjahren wieder sehr schön aufgebaut. Das Rathaus, die Burg und die Bürgerhäuser am Marktplatz erstrahlen wieder im alten Glanz. Die nächste Sehenswürdigkeit war der Oberländische Kanal. Bereits 1789 entstand ein Plan, das ostpreußische Oberland wegen seines reichen Holzvorkommens auf einer kürzeren Schiffsroute mit der Ostsee zu verbinden. Verwirklicht wurde der Plan in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Besonderheiten bei diesem Kanal sind die Rollberge. Um den Höhenunterschied von 99 Metern zu überwinden, wurden die Schiffe an drei Stellen auf Rollwagen gezogen, die dann, wie bei einer Standseilbahn, auf Schienen zu den nächsten Kanalabschnitten befördert wurden. Heute ist diese Technik eine Touristenattraktion. Auch wir ließen uns in einem Schiffchen von einem Kanalabschnitt über Land zum nächsten Abschnitt ziehen. Da kann man 20 Uhr, 22 Uhr sogar an, je nachdem, das meldet der Telefon, dann kommt man später an.
Neben Tallinn und Riga ist die Marienburg im ehemaligen Ostpreußen einer der absoluten Höhepunkte unserer Reise. Mit dem Bau der Marienburg wurde im 13. Jahrhundert begonnen. Seit 1309 war sie der Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Burg nur noch ein Trümmerfeld. Man muss die Polen wirklich für ihre außerordentliche Kunst bewundern, die sie bei der Rekonstruktion gezeigt haben. Wir spazierten mehrere Stunden durch die Burganlage, besuchten die Schauräume und alle möglichen Museen und ließen das großartige Gesamtkunstwerk auf uns einwirken. Thank you.
Bevor wir zum letzten Ziel unserer Reise durch das Baltikum aufbrachen, legten wir erst noch einmal einen Ruhetag in Stegen an der Ostsee ein. Die frische Nährung liegt vor der Haustür und wäre bequem mit dem Fahrrad zu erreichen gewesen. Doch leider war das Wetter so schlecht, dass wir den ganzen Tag im Wohnmobil verbrachten. Langeweile kommt nicht auf, denn es ist immer was zu tun. Am nächsten Morgen ging es dann mit der Fähre über die Weichsel und dann nach Danzig. Die Geschichte von Danzig reicht bis in das erste Jahrhundert vor Christus zurück, als slawische Siedler sich an diesem zentralen Ort an der Ostseeküste ansiedelten. Diese zentrale Lage brachte Danzig aber nicht nur Vorteile. Über viele Jahrhunderte hinweg war die Stadt Zankapfel zwischen dem Deutschen Reich und Polen. 1919 wurde Danzig vom Deutschen Reich abgetrennt und zur freien Stadt erklärt. Diese Episode reichte aber nur bis 1939, als die deutschen Soldaten auf der Westernplatte bei Danzig mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg von Zaune brachen. Die Zerstörungen am Ende dieses Krieges waren verheerend. Selbst wir konnten noch an dem Krantor gegenüberliegenden Ufer der Weichsel vereinzelt Überreste von im Krieg zerstörten Häusern sehen. Sie wurden bei der Neugestaltung der Uferpromenade 2019 nicht entfernt, sondern in die Fassaden der Neubauten integriert. Mit einem kurzen Besuch auf der Westernplatte beendeten wir auch diesen Besuch. Am nächsten Morgen ging es dann über die Landstraßen zurück nach Frankfurt an der Oder.